Guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor unserem letzten Heimspiel in der Gruppenphase der UEFA Europa League. Morgen Abend hier an selber Stelle um 19 Uhr gegen Apoel FC. Für Sie hier oben als Gesprächspartner auf unserem Podium sind unser Cheftrainer André Breitenreiter und Leon Goretzka. Und damit eröffne ich gleichzeitig die Fragerunde. Bitte schön Ihre Fragen an André Breitenreiter und Leon Goretzka. Toni Lieto. Vielleicht eine Frage direkt an beide. Wie wichtig ist es denn jetzt, dass in Anbetracht der momentanen Lage ihr da morgen alles klar macht für die nächste Runde? Wir wollen uns morgen natürlich Selbstvertrauen holen, auch für die kommenden Spiele. Aber in erster Linie geht es morgen darum, die Gruppenphase abzuschließen im Grunde, indem wir uns qualifizieren. Wir nehmen uns morgen natürlich einen Sieg vor, um auch unseren Fans ein Erfolgserlebnis zurückzugeben für die überragende Unterstützung in den letzten Wochen, aber um auch uns selbst Selbstvertrauen zu verleihen für die nächsten Aufgaben. Geht die Frage auch an Lea? Ja, ich kann mich dem Trainer da zum größten Teil eigentlich nur anschließen. Wir haben morgen ein Heimspiel, was, denke ich mal, eigentlich dass man immer versucht zu gewinnen. Und jetzt können wir morgen auch noch die Gruppenphase erfolgreich abschließen. Und deswegen ist natürlich ein Sieg für uns sehr, sehr wichtig. Jens Greinke. Ja, ihr habt jetzt 7 Spiele in Folge nicht gewonnen. Wie groß ist denn die Sehnsucht nach einem Sieg dann? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben jetzt ein Heimspiel. Wir haben in den vergangenen beiden Spielen einigermaßen gute Leistung gezeigt. Das versuchen wir natürlich morgen auch mit dem kleinen Unterschied, dass dann auch wieder das Ergebnis stimmt. Und da haben wir uns natürlich sehr viel vorgenommen für morgen. Andreas Ernst, hier in der Mitte. Herr Breitenreiter, morgen kehrt Johannes Geis wahrscheinlich in die Startelf zurück. In den 4 Pflichtspielen, die er gesperrt war, gab es nur einen Punkt. Ist das Zufall oder ist er dann doch so wichtig für die Mannschaft? Und dass Johannes für unsere Mannschaft ein wichtiger Spieler ist, steht außer Frage. Trotzdem waren die letzten 4 Spiele ja auch gegen Gegner, die in erster Linie auch zu der Creme de la Creme in Europa gehören. Das muss man eindeutig sagen. Das habe ich auch mehrfach vorab schon gesagt. Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit morgen von Beginn an spielen und dann auch in den letzten Spielen der Bundesliga für uns wieder zur Verfügung stehen, sodass wir um eine qualitativ hochwertige Option erweitert sind. Jens Greinke. Herr Breitenreiter, auch sehr. Leon ist für Sie ein wichtiger Spieler in dieser Saison. Wie beurteilen Sie seine Entwicklung und wie sehen Sie ihn? Leon, ja. Weiß ich gar nicht, ob ich so viel über ihn jetzt sagen kann, wenn er neben mir sitzt. Als ich hergekommen bin, ist Leon sehr auffällig gewesen in seiner Verhaltensweise auf dem Platz, zurückhaltend, geprägt durch die vielen Verletzungen aus der letzten Saison. Er hat kein Vertrauen in seinen Körper gehabt. Da Leon ja auch ein sehr ehrgeiziger Spieler ist, musste ich ihn in den ersten 2-3 Wochen das ein oder andere Mal auch ein bisschen zur Seite nehmen und mal fragen, was so seine Gedanken auf dem Platz teilweise auch sind. Ich finde, Leon ist ein großartiger Spieler, um es mal auf den Punkt zu bringen. Leon hat eine ganz tolle Entwicklung genommen. Er ist nicht ohne Grund ein Führungsspieler in der U21, ein Kapitän. Und ich bin mir sicher, er ist trotz seines jungen Alters auf dem besten Weg, auch Führungsspieler hier bei Schalke 04 zu werden. Was ihn auszeichnet, insbesondere auch im Vergleich vielleicht zu vielen anderen jungen Spielern, er ist sehr ehrgeizig, hat eine hohe Mentalität. Er ist auch mal sauer, wenn es nicht läuft, bringt das auch zum Ausdruck. Und das ist immer das beste Mittel, auch um sich selbst zu reflektieren, um auch besser zu werden, um sich weiterzuentwickeln. Zunächst haben wir ihn rechts offensiv gesehen, weil viele der Meinung waren, dass er defensiv große Schwächen hat im Zweikampfverhalten. Ich finde, da hat er eine enorme Entwicklung genommen. Er ist im Grunde aus dem Zentrum nicht wegzudenken. Für uns ein ganz wichtiger Spieler und ich bin mir sicher, das kann ich hier auch so sagen, weil Leon auch sehr intelligent ist und auch wirklich klar im Kopf, dass er sehr große Möglichkeiten hat, auch noch Richtung A-Nationalmannschaft, vielleicht sogar auch zur nächsten Europameisterschaft schon. Wenn er so weitermacht und weiter Gas gibt.
Jens, genau, gib das Handzeichen, das ist Jens Greinke. Ja, wenn du mal so gelobt wird, du wirst dem Trainer sicherlich zustimmen. Wie siehst du selber deine Entwicklung? Was war der Schlüssel in dieser Saison, dass du jetzt in der Situation bist, in der du bist? Ich denke, dass auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt war, dass ich, wie der Trainer schon richtig gesagt hat, mein Vertrauen in meinen Körper wiedergefunden habe. Und ich war davor oft damit beschäftigt, mir Gedanken darüber zu machen, was passieren könnte, wenn ich jetzt in den nächsten Sprint gehe. Und man hat schlichtweg das Vertrauen verloren. Das ist jetzt wieder da und man muss daran keinen Gedanken mehr verschwenden, sondern man hat den Kopf frei, um sich über den Fußball Gedanken zu machen. Und das spiegelt sich dann, denke ich mal, auch auf dem Platz zurück. Vorangehen. Jetzt ist es zumindest meiner Meinung nach so, dass es eher die Jungen sind. Mit Leroy, mit Leon, mit Max Meyer, mit Joel Marte. Erwarten Sie mehr von den älteren, gestandeneren Spielern oder machen die sich auch zufrieden? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir routinierte Spieler haben, die genau diese Entwicklung der jungen Spieler ja auch entsprechend begleitet. Man sieht auf dem Platz die Qualität von unseren jungen Burschen. Obwohl unsere erfahrenen Spieler natürlich eine genauso hohe Qualität haben und das auch unter Beweis gestellt haben. Aber sie sorgen dafür auch, dass die Jungs sich weiterentwickeln, dass sie nicht zufrieden sind und werden dann auch schon mal korrigiert, wenn sie vielleicht mal dazu neigen, einen Schritt weniger zu machen oder abzuheben. Von daher das erwartet ja auch jeder, wenn die Ergebnisse nicht da sind, dass jeder ein Stück weit mehr investiert. Und für uns gilt es einfach, dass wir diese Intensitäten, die wir insbesondere jetzt auch in den letzten beiden Spielen auf den Platz gebracht haben, ja, das ist die Basis. Ja, und dass wir dann auch besseren Fußball spielen können, das haben wir schon gezeigt. Und das werden wir auch wieder. Und ich bin mir sicher, dass wir zum Winter hin wirklich ein gutes Ergebnis haben, in die Pause gehen, mit einem runden Abschluss qualifiziert für die K.O.-Spiele in der Euro-League-Phase und auch in der Bundesliga auf einem Tabellenplatz stehen, ja, mit dem wir auch unseren Ansprüchen gerecht werden. Toni Lieto. André, die Spieler haben sich nach dem letzten Spiel so ein bisschen beklagt über den Rasen, der sei zu seifig und da seien auch Löcher drin. Jetzt habt ihr eure Einheiten nachher aus dem Stadion rausverlegt. Gibt es einen Zusammenhang und wie siehst du das mit dem Rasen? Ja, die UEFA hatte heute Morgen eine Platzbegehung und hat empfohlen, dass wir den Platz nicht weiter beanspruchen. Wir haben ja auch am Wochenende gesehen, dass es kein Schuhproblem ist, wie es dann ja auch in den vergangenen Wochen mal unterstellt wurde, sondern wir haben ja alle gesehen, dass die Bayern ja noch viel mehr auf der Nase lagen. Und ich gehe ja davon aus, dass die Bayern ja immer die richtigen Schuhe anhaben. Lag es nicht daran? Nein, der Platz ist ja verlegt worden und in der Phase und aufgrund des Wetters nicht mehr angewachsen. Er ist unheimlich seifig und rutschig und da ist die Auswahl des Schuhmaterials sehr schwierig. Insofern trainieren wir heute Nachmittag auf unserem Trainingsplatz 1. Ja, um den Platz für morgen nicht völlig zu zerfetzen. Nikosia auch? Nee, Nikosia wird hier trainieren, weil wir auch die UEFA auch natürlich dem Gastverein die Möglichkeit geben möchte, sich an die Bedingungen sozusagen ein bisschen daran zu gewöhnen. Andreas Ernst, Jens Greinke, Sebastian. Ja, bitteschön. Alle zum Rasen. Was tut der Verein denn, um dieses Problem zu lösen? Also uns ist das bekannt. Ich habe auch heute noch mal mit den Kollegen gesprochen. Grund ist dafür, dass schlichtweg, wir tauschen den Rasen mehrfach in einer Saison aus. Die Sode, die wir diesmal verlegt haben, die ist schlichtweg leider nicht angegangen. Und alle Bemühungen, da für Besserung zu sorgen, das hat leider nicht funktioniert. Ich habe mir sagen lassen, dass es in dieser Saison nicht nur auch bei uns in der Bundesliga passiert ist und dass wir aber schnellstmöglich bemüht sind, diesen Rasen auszutauschen. Hängt aber auch davon ab, wie schnell wir Ersatz und eben auch qualitativ guten Ersatz beschaffen können. So, jetzt haben sich viele gemeldet. Waren damit schon die Fragen da alle beantwortet, Andi? Dann Sebastian Hochreiner. Herr Breinhalde, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen dann im Winter auf einem Platz stehen, der Ihren Ansprüchen genügt. Welcher ist das denn im Winter? Wir haben uns Ziele gesteckt intern, über die wir natürlich hier nicht sprechen. Wir müssen das auch nicht an Tabellenplatzierung festmachen, weil wir es ja von Saisonbeginn an auch nicht getan haben, dass wir hohe Ansprüche auch an uns selbst haben, ist völlig klar. Trotzdem, und da finde ich, da sind wir, insbesondere ich, oft ungerecht kritisiert worden.
Sind unsere Ansprüche so, dass es auch der Realität entspricht, und entsprechend nehmen wir uns natürlich vor, wenn wir sehen, dass wir noch Spiele haben, in denen wir auch punkten können, viel punkten können, und dass wir dann auch eine Tabellenplatzierung einnehmen, ja, die dem auch gerecht wird, wie wir aufgestellt sind. Peter Müller. Das Spiel gegen Bayern war extrem intensiv und anstrengend. Heißt das automatisch, dass man als Trainer darüber nachdenkt, die Mannschaft auf vielen Positionen zu verändern? Das Spiel ist ja auch schon ein paar Tage her. Also die Jungs sind gut regeneriert. Wir haben ja auch viele junge Burschen, die dann dort auch schneller regenerieren. Von daher hat die Aufstellung mit dem Spiel von Bayern nichts zu tun, sondern wir sehen morgen einfach natürlich auch Schwächen beim Gegner, wie wir sie auch im Hinspiel ausgenutzt haben. Die versuchen wir mit Personal zu füllen von Beginn an. Dabei wird Benedikt Höwedes nicht zur Verfügung stehen, das kann ich heute schon mal so sagen. Er hatte Achillessehnenprobleme jetzt schon seit einigen Wochen und setzt jetzt für 2 Tage mit dem Training aus, weil die Schmerzen einfach auch zu groß sind. Ja, aber da wir momentan auch alle Mann an Bord haben, die nicht langzeitverletzt sind, werden wir da auch gut möglichen Ersatz finden, um stabil zu sein und um den Sieg einzufahren. Andreas Ernst. Ich habe eine Frage an Leon zu Johannes Geis. Wie verändert sich das Spiel denn für dich, wenn Johannes Geis auf dem Platz steht? Ja, also ich glaube, dass Johannes, wie gesagt, ein wichtiger Spieler ist, ist, denke ich mal, jedem klar. Und er hat ja auch ein bisschen den Spielaufbau bei uns übernommen, zum größten Teil, alles ein bisschen gelenkt. Und haben dann andere übernehmen müssen, beziehungsweise musste man das auf mehrere Schultern verteilen. Und mir hat es am Anfang der Saison natürlich sehr viel Spaß mit ihm gemacht und es hat auch immer sehr, sehr gut geklappt. Deswegen freue ich mich, denke ich mal, er freut sich auch, dass er wieder ran darf. Und ich freue mich natürlich auch, dass er wieder spielen kann.